Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Harvest Moon, deine Tierparade Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut Bibler Games for You. Ja, und wir gucken jetzt vor allen Dingen, da wir die gelbe Glocke ja in der letzten Folge geläutet haben, dass wir die Gems machen, wie versprochen. Es kam jetzt die Frage auf, ob ich das Haus jetzt nochmal erweitern werde. Ich denke im Moment noch nicht, ehrlich gesagt, weil wir es einfach noch nicht wirklich brauchen. Ups, falsche Kiste. So. Erst wenn es Richtung Kinder bekommen geht. So, ich sollte hier die lilanen und die blauen, glaube ich, machen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Haben wir hier am Silber und so. Haben wir so gut wie gar nichts mehr. Wir nehmen den hier mal mit und verschenken den dann bei Gelegenheit. Und jetzt müssen wir erstmal hoch zur Minenstadt und vor allen Dingen dann auch mal zur Erntegöttin. Weil ich nämlich glaube, dass wir dadurch, dass wir da jetzt doch ordentlich was erledigt haben mit den Glocken, quasi die letzte Glocke als Krocke, wollte ich schon sagen, meine Fresse, die letzte Glocke dann als Auftrag erhalten werden. So. Na komm schon hier, Kollege, was soll denn das? Was soll das? Beweg dich. Leider fallen wir jetzt wieder unter die 50.000. Ich glaube, 75.000 brauchen wir für das Feld, was ich eigentlich angepeilt habe, damit wir, wie gesagt, dann halt Bäume, Obstbäume pflanzen können. Weil ich denke mir, das ist vielleicht eine ganz nette Ergänzung, Obstbäume dann tatsächlich zu haben. So, dann lassen wir das Ganze mal prospekten. Steine begutachten. So, hier 20 Stück. Das wird teuer, kostet 700 G. Ja, bitte. Wie viel Glas? 14, das ist so eine Frechheit, ey. 3 Spinell. Und 3 Amethysten. Okay, sehr gut. Weitere Gegenstände ansehen, ja, selbstverständlich. Dann noch die blauen. 175 G. Kannst du von mir aus machen. Macht 4 Glas und ein Aquamarin. Gleich wohl der beste Gem, den wir da bekommen haben. Oder fast ein der besten. Immerhin, aber hier ist ganz schön viel Glas bei rumgekommen. So, dann ab zur Erntegöttin. Bin mal echt gespannt, was die zu sagen hat. Die Göttinnenquelle. So. Trockenen Fußes. Na, fast. Hi, servus, wie geht's denn dir? Hallo, Ritalin. Über welche Glocke möchtest du etwas mehr erfahren? Machen wir mal Elmas Glocke, oder? Violett, sie hat die Kraft des Herzens. Wenn du alle 4 anderen Glocken läuten kannst, wird Elma zu deinem Herzen sprechen. Ich glaube, sein Sockel war hoch über der Stadt. Oh, ich habe eine Theorie. Und zwar müssen wir wahrscheinlich hier in der Mine nach oben, ganz nach oben, um mit Elma dann labern zu können. Das machen wir jetzt einfach mal. Vorher was anderes machen. Wir haben noch 10 Minuten, Pi mal Daumen. In 10 Minuten sollten wir es doch, wenn wir schnurstracks nach oben uns bewegen, locker dahin packen.
Holla, die Waldfee, jetzt bin ich total aufgepumpt. Die Garamone-Mine, hololololol. Ich wusste gar nicht, oder ist mir nicht mehr eingefallen, dass das hier ja die ganze Stadt quasi als Mine zählt. Aber eigentlich ist ja alles irgendwo Harmonika. Das ist ja nicht so, wie es in meinem Kopf ist, dass es so quasi drei kleine Dörfer sind. Das ist ja alles Harmonika. Oder man könnte sagen Harmonika Stadtteil Garamone Mine. Alleine der Name Garamone Mine, der erinnert mich total immer an Zelda. Ocarina of Time. Mit diesen Steinkerlis, die es da gibt. Fragt mich aber nicht warum. Wahrscheinlich wegen den Namen. Ich weiß nicht mal genau, wie die hießen. Weil das war auch irgendwas mit G. So, wo hier? Perfekt. Wir gehen jetzt einfach hoch. Und machen nicht großartig mehr. Weil ich nämlich die andere Glocke noch läuten möchte. Holla. Einmal nach unten laufen und richtig gucken. Und schon hat man das Ziel gefunden. Gibt's ja gar nicht. Hoch über der Stadt soll der Sockel sein. Das ist hier der höchste Ort, den ich mir selber vorstellen kann. Kraft des Herzens vor allen Dingen. Oh. Wo ist der Hammer? Wenn wir müssen, dann können wir das auch machen. Glück gehabt, dass wir da nicht reingefallen sind. Weiter. Sind wir schon Stockwerk 9? Frage ist, wie viele Stockwerke gibt es überhaupt? Ah, so. Komm. Giftgas, dankeschön. Wie hoch müssen wir noch? Das gibt's doch gar nicht. Hallo? Aber immerhin geht's relativ fix immer hoch. Liegen nicht so weit auseinander, die Treppen. Okay, hier ist nichts. Aber hier ist schon wieder der Weg nach oben. Oh, toll, das kann ich gebrauchen. Verlangsamungsgas. Danke sehr. Stufe 16. Stufe 17 jetzt gleich. Kate, auf die Bücher runterzuschmeißen. Was soll der Kack? Hör jetzt auf. Ja, du. Guckt sie einen an, ey. Gibt's überhaupt gar nicht. Ich habe da Bücher auf der Dings liegen, auf der Fensterbank. Und sie versucht die jetzt gerade wegzuschubsen, damit sie es da bequemer hat. Gibt's überhaupt gar nicht. Frech, frech, frech. Oh, noch mehr Verlangsamungsgas hier. Derjenige, der das erfunden hat, hat bestimmt einen Orden bekommen. Stufe 20. Ob wir da nochmal jemals dahin kommen, wo wir hin wollen, sprich nach ganz oben. Gibt's ja gar nicht. Wie weit denn noch? Okay. So, jetzt muss ich kurz die Katze verjagen. Gibt's ja überhaupt nicht, ey, dieses blöde Vieh. So. Schnelligkeitsgas, okay. Müssen wir aufpassen, dass wir jetzt hier links wo reinfallen. Wenn wir so schnell von A nach B. Da ist ja Silber. Alter. Hat sich wenigstens ein bisschen gelohnt. Komm hier hoch.
Wie hoch denn noch? Verarsche hier oder was? Okay, so schräg drüber getraut. Hör jetzt auf, Kate. Nein! Bitte nur 24, bitte nur 24, okay. Damit kann ich leben. Wie gemein die Leute hier sind, die das Spiel gemacht haben. Wahnsinn, dass du da noch runterfallen kannst. Muss das sein? Das ist Silber, oder? Nee, das ist doch kein Silber, oder? Seltenes Erz. Holla, jetzt geht's aber ab. Für Erze sollten wir vielleicht hierher kommen. Ah, hier. Perfekt. Kate, hör jetzt auf, Mann. Könnte eine verpassen? Das regt mich gerade so auf mit der... Ja. Da kannst du sitzen bleiben von mir aus. Kate! Hör jetzt auf! Das gibt's doch überhaupt nicht, diese blöde Katze, ey! Weil die fängt die dann auch immer erst mitten in der Aufnahme an, rumzuspinnen, als wäre sie bescheuert. Tja, sie weiß nur noch nicht, für die nächste Aufnahme sperre ich sie einfach weg. Kann so schreien, so viel sie will. Ist mir Latte. Weil das kann sie nämlich auch nicht leiden. Wenn du sie dann wegpackst. Flippt sie dann aus, mehr oder minder. Würde ich aber sagen, Pech gehabt, liebe Dame. Kate! So. Das sieht doch schon gut aus, glaube ich. Nur den Weg wieder nach oben finden. Hoffentlich ist das überhaupt das, wo wir hinwollen. Lila Glocke hieß es. Oh nein, nicht im Ernst, oder? Geht noch weiter nach oben. Wen wollen die hier denn veralmern? Mich anscheinend. Wie das hier halt, Wahnsinn. Oh nein, Verlangsamungsgas auch noch. Ah, hier unten, perfekt. Diese Katze macht mich fertig, Leute. Ich sag's euch. Nur am Scheiße machen hier. Ich kann jetzt aber auch nichts machen. Und dann brummt die immer so blöd rum, als wäre sie bescheuert. Ja. Darf ich mich von der Katze einfach nicht aufregen lassen. So, aber andererseits kann ich von so einem Tier auch gar kein Verständnis erwarten. So nach dem Motto, sie macht einmal Scheiße, sagt sie soll aufhören, macht sie weiter Scheiße. Da sind Hunde besser, ohne Scheiß. Denen kannst du sagen, ab, und dann sind sie weg und respektieren das dann auch eine Weile. Katzen denken, oh, ist mir doch egal, ich mach hier weiter, ich habe nämlich angefangen damit. Du kannst mir gar nichts erzählen, ich bin hier der Chef. So sind Katzen Arschlöcher vor Gottes Gnaden. Oder von Gottes Gnaden, besser gesagt. So, nee, 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 hier, zacki, zack. Ah, super, Schnelligkeitsgas. Das kann ich jetzt ganz gut gebrauchen bei den ganzen Bodenlöchern. Machen wir die Folge einfach ein bisschen länger.
Oh, wupp, wupp, wupp. Hier unten dann, oder was? Ja. Tatsächlich. Das brauche ich nicht, das Eisen. Aufsteigen. Boah, wie viel denn noch? Heilgas, okay, damit kann ich leben. Und jetzt immer noch nicht oben. Sind schon in 43. Stufe. 44. und auch noch nicht oben. Ich frage mich, warum es da teilweise hell und dunkel ist. Also warum es in manchen Stufen heller und in manchen Stufen dann tatsächlich dunkler ist. Oh yeah, das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir haben es geschafft. Bitte, Sockel, lass da oben sein. Sei da oben, Sockel. Sequenz. Was? Verarschen, oder was? Jetzt sind wir hier in Schneewelt gelandet, oder wie? The fuck? Was ist denn hier los, bitte? Was sind das hier? Wo sind wir zur Hölle? Hier oben ist schon mal nicht die lilane Geschichte. Was ist das hier? Ich will es nicht wissen, ey. Was? Oh Gott. Das ist doch. Verarsche pur. Egal, haben wir auf jeden Fall was Neues entdeckt. Gehen aber gleich wieder zurück nach Hause. Wobei ich die Mucke ganz spannend fand. So, und auf zurück. Na, was soll denn das? Ja, aber wo könnten das dann sonst sein? Ganz hoch über der Stadt. Ist doch der höchste Ort, den ich mir vorstellen kann. Verstehe ich nicht. Oh Gott, jetzt hört die Katze auf. Jetzt fangen sie an, auf dem Flur zu singen. Ich flippe aus. Ich flippe aus hier in dem Haus. Das Ederhammer. Die haben uns ja mitgeteilt, dass nächstes Jahr ab Februar ein halbes Jahr lang gebaut wird und wir am Ende dann für die Renovierungsarbeiten 150 Euro mehr im Monat zahlen können. Und alle zwei Wochen will irgendjemand reinkommen, irgendeinen Scheiß vermessen und hast du nicht gesehen. Ich versteh's nicht. Die nächsten, die hier rein wollen, die haben sich angekündigt für Anfang Dezember, den sage ich einfach Pech gehabt. Ich lasse dieses Jahr keinen mehr rein. PS4 startet jetzt diese Woche. Ich habe keinen Bock darauf, dass jetzt hier irgendwelche Spacken rumkommen. Und vor allen Dingen müsste ich die ganze Aufnahmetechnik hier abbauen, damit die an dem scheiß Fenster messen können, nur weil sie da die raushauen wollen und natürlich noch einen Balkon hinsetzen wollen. Also, pff, nicht mit mir. Nicht mit mir. So, dann wird aber jetzt vor allen Dingen erstmal Folgendes gemacht. Wir speichern an der Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.